Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Herwig Blankertz im Rahmen seiner Ausführungen zu den Theorien und Modellen der Didaktik im Sinne der Kybernetik informationstheoretische Modelle diskutiert und dabei die breite Diskussion der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zu Fragen der programmierten Unterweisung, der Lehrmaschinen und der Verhaltenssteuerung reflektiert. Dabei wird Ihnen aber auch die Kritik nahegebracht, die Blankertz an den kybernetischen Modellen des Unterrichts übte. Zuvorderst ist bemerkenswert, dass Blankertz im Rahmen seiner Diskussion von informationstheoretischen Modellen in der Didaktik eingehend auf Norbert Wiener, den Begründer der modernen Kybernetik, zu sprechen kommt. Wiener hatte das kybernetische Modell eines Schiffs entworfen, das in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts auch als Modell der Verhaltenssteuerung im Unterricht diskutiert wurde. Die erste und oberste Funktion dieses Schiffes übernimmt der Kapitän, der angibt, welches Ziel das Schiff anvisieren soll. Danach folgen die Funktionen des Lotsens und des Steuermanns, die ausgehend von dieser Zielvorgabe ein Programm entwerfen, das dann auf ein gegebenes Antriebssystem, also etwa auf Ruderer oder eine Kraftmaschine, übertragen wird. Durch die Ausführung dieses Programms ändert sich die Position des Schiffes, wodurch im Sinne eines rückgekoppelten Regelkreises der Kapitän erneut eine Zielvorgabe erstellen muss. In diesem kybernetischen Sinn diskutiert Blankertz die Möglichkeiten und Grenzen des programmierten Unterrichts bzw. der Verhaltenssteuerung von Lernenden. Dabei experimentiert Blankertz mit dem Gedanken, Lehrende und Lernende im informationstheoretischen Sinne als Sender und Empfänger zu bezeichnen, um Lernen und Lernprozesse als Sonderfall von gesteuertem Verhalten und somit als Nachrichtenverarbeitung zu begreifen, die auf Lernalgorithmen aufbaut. In diesem Sinne spricht Blankertz dann auch von Lehr- und Lernsystemen und nicht mehr von Bildung und Erziehung. Dabei ersetzt Blankertz jedoch die kybernetische Funktion des Kapitäns didaktisch nicht nur durch den Lehrenden, sondern vor allem im Sinne einer Ideologiekritik durch den Begriff der normativen Ideologie. Durch sie können pädagogische Prämissen im Sinne politischer und gesellschaftlicher Einflussnahmen außerhalb der kybernetischen Steuerung vorgegeben werden. Für Blankertz ist daher auch klar, dass ein rein kybernetischer Begriff des Unterrichts den Begriff von Didaktik und Pädagogik verstümmeln müssen würde. Vielmehr geht es darum, die traditionellen Aufgaben der wissenschaftlichen Pädagogik zu bewahren und den informationstheoretischen Ansatz nur als wichtigen Bestandteil der Didaktik anzusehen. Blankertz betont daher ideologiekritisch, dass die informationstheoretisch-kybernetischen Modelle primär formalisierte Theorien ohne pädagogischen, anthropologischen, psychologischen oder auch nur physiologischen Gehalt darstellen und dazu neigen, den Menschen behavioristisch im Sinne eines Reizreaktionsmodells von Input und Output zu verstehen. Daher betont Blankertz auch gegen informationstheoretische Modelle, dass die Bedeutung und der Sinn eines Satzes bzw. Didaktik eben nicht gemessen werden kann. Denn der Informationsbegriff ist in der Informationstheorie nur so weit relevant, als der Sinn gerade nicht zur Debatte steht. Im didaktischen Umfeld geht es dem entgegen darum, Sinn nachzuvollziehen, um eine Öffnung des kritischen Bewusstseins zu ermöglichen. Genau hier setzt dann schlussendlich auch Blankertz an Theodor W. Adorno und Immanuel Kant anschließende Kritik an der kybernetisch-informationstheoretischen Verhaltenssteuerung an. Denn mit ihr steht vor allem die Effektivität des jeweiligen Lernvorgangs im Vordergrund und nicht die Frage des sinnvollen, rechtmäßigen bzw. freien Verhaltens, wie sie im Begriff der Erziehung zur Diskussion gestellt ist. Insofern bleibt Blankertz also einem kritischen Bildungsbegriff treu, der das menschliche Verhalten als sinnvolles von maschinellen Verarbeitungsprozessen als sinnloses Lernen unterscheidet. Für Herwig Blankertz stellen die informationstheoretischen Modelle der Didaktik einen wichtigen Bestandteil der Didaktik dar. Dabei diskutiert er eingehend die Grenzen und Möglichkeiten des programmierten Unterrichts und modelliert dabei Lehrende und Lernende als Sender und Empfänger von Informationen. So stehen ihm dann verschiedene Lehr- und Lernsysteme vor Augen, die dann auch die Programmierung von Lernalgorithmen möglich und notwendig werden lassen. Die Anwendung von informationstheoretischen Modellen in der Didaktik hat es indes nach Blankertz immer nur mit sinnloser Informationsübertragung zu tun. Dem entgegen ist die Didaktik für Blankertz immer auch auf das Nachvollziehen von Sinn bezogen, um bei den Lernenden die Möglichkeit zur Öffnung des kritischen Bewusstseins zu bewahren. Denn unabhängig von der möglichen Verhaltenssteuerung muss es im Rahmen der Didaktik immer um sinnvolles, rechtmäßiges und freies Verhalten als Bildungsziel gehen.
Herwig Blankertz hat im Rahmen seiner Theorien und Modelle der Didaktik informationstheoretischen Modellen und dabei insbesondere der Kybernetik breiten Platz eingeräumt. Die in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts stark aufkommende Faszination vieler Didaktikerinnen und Didaktiker für die Kybernetik findet so auch in den Forschungen von Blankertz ihren Niederschlag. Dabei reflektiert Blankertz eingehend die Grenzen und Möglichkeiten des programmierten Unterrichts und grenzt den Einsatz kybernetischer Technologien im Unterricht von der Notwendigkeit ab, durch diesen Unterricht sinnvolle Kritik zu vermitteln. Dabei ist es bemerkenswert, dass Blankertz die Unterscheidung zwischen Didaktik und Kybernetik über den Sinnbegriff setzt. Nach Blankertz können Maschinen auch und gerade informationstheoretisch nur sinnlose Informationen verarbeiten. Menschen und mithin die Didaktik sind demgegenüber immer auch auf Sinnzuschreibung angewiesen, weshalb die Anwendung von informationstheoretischen Modellen in der Didaktik ihre Grenze in der Sinnhaftigkeit menschlicher Kommunikation findet.